Hi, ich will noch ein Video drehen. Ich habe nämlich schon wieder geholt. Ich werde ganz klein, ganz klein. Ja, schon wieder mal. Ich fange auch gleich an, weil sonst nichts sagen. Sag bloß nicht den Satz. Beginnen wir gleich. Also zuerst, das habe ich gestern schon geholt. Das will ich euch zuerst zeigen. Ich habe mir die Mangas von Sailor Moon besorgt. Ich habe nämlich schon eins und zwei, die habe ich auch schon gelesen. Bei drei lese ich gerade, das sind der Zettel da drin. Ich habe aufhören müssen, weil ich einkaufen habe müssen. Und die habe ich mir gekauft. Vier und fünf habe ich leider nicht mehr bekommen. Ich war sogar heute extra beim Libro und habe es trotzdem nicht bekommen. Aber ich hoffe, ich kriege die noch. Also die, da hast du mal. Nummer 8. Nummer 7. Normalerweise mag ich die Uranus nicht, aber hier ist sie sehr hübsch. Ich habe auch eine Figur von ihr, da fehlt ihr aber der Arm. Steht in dem Glaskasten drin. Chibiusa, ganz in Rosa und Mars. Ich werde mal, wenn ich alle gelesen habe, werde ich mal ein Video drüber machen. Dann habe ich mir nachgekauft meine Foundation, weil meine ist ja leer geworden. Die kommt in den Aufgebraucht-Video dann dieses Mal. Ich mache nämlich wieder eins, weil das wird viel werden, das sage ich euch jetzt schon. Das wird wirklich viel werden. Ja, dann habe ich mir noch meinen Aveo Duschschaum gekauft, weil den benutze ich als Rasierschaum. Der pflegt total die Beine. Vielleicht wollt ihr das mal ja ausprobieren. Ist empfehlenswert. Ja. Dann habe ich mir noch eine Haarschere gekauft. Die sieht so aus. Und heute... Gestern und heute, also ist noch immer so lang, habe ich mir ein Stückchen weggeschnitten. Also das macht die Spitzen richtig schön. Irgendwas sieht. Aber es ist eine sehr gute Schere. 10 Euro hat die kostet, falls interessiert. Das war bei uns in Österreich, war das beim Pipa. Eine sehr gute Schere, sehr gut. So, dann... Ich war heute beim Libro und beim Müller. Und beim Bieber schon wieder. Beim Bieber fangen wir auch gleich an. Und zwar habe ich mir dieses neue Haarfärbemittel da rausgesucht. Das ist für schwarz. Ja. Das schüttelt man und dann gibt man sich das. Das wird so zum Schaum. Ihr habt das sicher schon in der Werbung gesehen. War im Angebot, glaube ich, wenn es mich so gar nicht irrt. Okay, doch nicht. Hab mich geirrt. Dann war das nur eine kleine Forsche von Bieber. Ja, so sieht das aus hier drin. So. Wann ich sie mir färbe, weiß ich noch nicht, weil ich habe schon wieder so einen Mordsansatz, wie man sieht. Und die Farbe ist richtig rausgewaschen. Also im Video schaut das noch wie frisch gefärbt aus und ein bisschen nur ein Ansatz. Aber wenn man mich real life sieht, sieht man, dass die Haare schon ein bisschen ausgewaschen sind. Finde ich sehr dämlich. Aber ich wasche ja auch jeden Tag meine Haare. Das ist sehr ungesund, das darf man nicht. Ich weiß. Ich werde sie mir irgendwann nächste Woche vielleicht nachfärben, weil ich gehe morgen wieder arbeiten. Also Mittwoch, den 14. Also, scheiße. Okay, weiter geht's. Hier ist ein Pantene-Shampoo. Meines ist nämlich fast leer. Eines habe ich schon leer gemacht, das kommt auch nicht aufgebraucht. Okay, jetzt reicht aber. Und dann habe ich was sehr Cooles entdeckt beim Bieber. Und zwar Carmex. Das ist in dem Pöttchen, habe ich leider. Die Tube gab es nicht, aber das Pöttchen gab es. Aber das ist scheißegal, weil ich habe jetzt meinen Blistix, das ist auch in diesem Pöttchen. Das riecht ja auch geil. Das ist fast leer und jetzt habe ich das gesehen. Das sticht ja auch richtig raus. Und machen wir es mal auf. Schwere Geburt. Also das Döschen sieht so aus. Ich bin richtig begeistert davon, dass es die Carmex auch bei uns gibt, weil das gab es ja nur in Deutschland. Wieso geht das nicht auf? Jetzt. Boah. Entschuldigung, im Hintergrund spielt Sailor Moon. Das kann man sehr gut erkennen. Und es riecht saugeil, so richtig nach Balsam. Aber das werde ich erst benutzen, wenn mein Blistix leer ist. Bin total begeistert, dass es Carmex bei uns gibt. Carmex. Ein Wahnsinn. Ja, dann war ich noch beim Müller. Eigentlich bin ich dort nur hineingegangen, weil ich meine Bücher haben wollte. Weil ich suche jetzt verzweifelt meine Bücher, ich finde sie aber nicht.
Ich habe mir einen neuen Wecker gekauft, einen gelben, weil mein rosa, der von meiner Mom, der ist schon 100 Millionen Mal, Trilliarden Mal runtergeflogen und ich glaube nicht, dass er noch funktioniert. Und morgen brauche ich einen. Dann habe ich ja noch einen Film um 5 Euro gekauft. Den habe ich noch nie gesehen, aber vielleicht ziehe ich mir den heute noch an. Dann noch beim Müller habe ich mir dieses Buch hier gekauft. Ich finde das richtig hübsch, also die Aufmachung von dem Buch, ich meine. Da ist die Hand drinnen. Und dann in, nicht in der Mitte, sondern dreimal, so wie bei dem von... Na, in welchem Buch? Säulen der Erde. Na, dämlich. Gibt es auch solche Bilder. Und hier habt ihr auch solche. Ich habe so ein ähnliches Buch von der Romy Schneider auch. Die hat auch solche Bilder dann drinnen. Also ich finde das sehr cool. Und ich bin froh, dass sie überhaupt hübsch. Warum hat sie sich nicht so lassen? Die wäre so hübsch gewesen früher. Naja, jedem das seine, oder? Da hat man es dann schon... So blond. Jeder, der das Buch hat, also stell... Warte, wie heißt das? Sei schlau, stell dich dumm, was du schon mal gelesen hast, weißt du sicher. Mich hat es schon von Anfang an, also nicht von Anfang an, ich habe gehört, es ist gut und der Titel gefällt mir. Also habe ich es mir doch gekauft. Miniatur. Und da habe ich heute, dank meiner Cousine, habe ich... Sie hat mir gesagt, dass die Schneewittchen-Allee schon draußen ist und ich habe mir die angeschaut. Aber ich habe keine Lacke mitgenommen, weil die Farben habe ich alle irgendwie schon. Ich meine, ich finde es zwar schade, aber... Wenn ich die Farben alle schon habe, warum muss ich da dann noch... Hat irgendwie keinen Sinn. So. Aber trotzdem habe ich mir diese tolle Nagelfeile gekauft. Ich packe sie euch mal aus. Damit. Das war auch die letzte. So. Die werde ich auch nicht benutzen. Das kann man vergessen. Was ist da unten? Also ist der Worn. Und da unten hat man dann das so. Die werde ich auf keinen Fall benutzen. Die finde ich viel zu schön zum Benutzen. Ich bin ja so ein Disney-Freak. Und zweimal die Nagelsticker, das waren nämlich die letzten. Ich will nämlich vielleicht bald eine Verlosung machen und vielleicht packe ich da ein Päckchen rein. Vielleicht. Werden wir mal sehen. Vielleicht will ich irgendwas reinpacken in das Päckchen, was dann kein Schwein haben will. Das wäre dann urdoof. Ja. Dann habe ich mir noch so nebenbei mein Make-up-Entferner bei Müller gekauft, weil da ist er ein bisschen billiger als bei den restlichen Geschäften. Dann habe ich bei Alessandro einen Aufsteller gesehen mit Lacke. Da gibt es zwei. Einer so mit bunten, knalligen Farben und einer mit so Nude-Tönen. Und bei den knalligen Farben war so ein Topcoat oder sowas dabei, wenn man das Topcoat nennen kann. Ah ja, bei der Disney-Allee war auch ein Topcoat dabei, den ich haben wollte, aber den gab es bei der Allee nicht mehr, bei dem Aufsteller, da war schon weg. Sonst hätte ich mir den auch noch gekauft. Also, bei Alessandro gibt es Lacke und ich habe mir einen davon mitgenommen. Ich halte das mal weiter weg, vielleicht sieht man es dann. Der ist auf jeden Fall wunderschön. Also das ist echt... Vielleicht sieht man es ja. Das glitzert... Boah, der riecht genauso wie die, was ich immer früher gehabt habe. Puh. Und das ist die Farbe Carnival in Rio. Das hat so rote und goldene Partikel drin und solche komischen Glitzerdinger, man wird sie sehen. Der ist richtig, der schaut so cool aus. Ich werde den auf jeden Fall auch mal lackieren. Bei so einen gab es mal bei OPI, nein nicht OPI, das war eine andere Marke. Da gab es so einen ähnlichen und den wollte ich damals haben, aber die Marke gibt es bei uns nicht. Ich habe das Gefühl, ich rede so schnell. Da kommt der Gesichtepost in die Info-Box. Lass mal die Hunde halt weiter bellen. Dann habe ich mir aus letzter... Gerade jetzt muss die Cam ausgehen. Als letzter habe ich mir noch The Darkness 2 geholt. Das muss ich versuchen runterzuklätzeln. Das Spiel hat 30 Euro gekostet. Das muss ja keiner wissen. Aber das Cover ist total cool. Also ich zeige euch das mal so. Sehr vielversprechend aus. Ich habe gar nicht gewusst, dass es davon den zweiten Teil gibt. Ich habe den ersten nämlich schon gespielt. War zwar nicht so begeistert, aber mich interessiert der zweite Teil. Ich hoffe, man sieht das. Das ist so, hört ihr das? In so Wackelbildform. Und da hast du die zwei Monster und ihn sitzen mit zwei Wachen. Das schaut aber urgeil aus, das Bild. Und das ist die Limited Edition Version, deswegen wollte ich unbedingt das mal langsam sprechen. Deswegen wollte ich unbedingt das mit dem Cover haben. Sieht doch cool aus. Sehr cool.
Jo, das war's. Das war's. Und jetzt, weil bei uns hat ein neues Geschäft aufgemacht, werde ich mir mein Brötchen reinziehen. Also bis dann!